Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. So, heute rufe ich mal, heute gehen wir erstmal wieder ein paar Nachrichten durch. Hallo, willst kein cooles Video machen? Kein cooles Video machen? Ja, also, heute machen wir mal eine kleine Runde Mount Chiliad. Und ich bin jetzt mal hier oben im Online-Modus, habe ich mich hier mal hochverkrochen. Bin jetzt bis vom Heliport bis hierher gefahren. Hat ungefähr 4 Minuten gedauert, die Fahrt. Schöne, angenehme Fahrt. Schöne Aussicht. Hallo. Zu viel Solarium. Stopp. Oh nein. Nein, 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 nein. Jetzt habe ich noch den blöden Passivmodus drin, Leute. Ich muss erstmal den Passivmodus rausmachen, bevor wir hier weitermachen. Und der endet in 5, 4, 3, 2, 1. Moin Moin! So, okay. Ich bin nicht ja einfach ohne Grund hier hochgefahren auf den höchsten Berg von Mount Chiliad, von Los Santos meine ich, sondern ich habe was gelesen, was ich mit einem PSN-Freund entdeckt hat, oder besser gesagt, er hat es entdeckt. Und ja, das will ich euch mal zeigen. Ich weiß gar nicht, ob ihr es vielleicht schon wusstet, aber ich will es euch einfach mal schnell zeigen. Da fahren wir jetzt mal ein bisschen höher. So. Genau. Gehen mal da hoch. So. Ist alles easy bis jetzt. So. Und jetzt können wir mal durch das Fernrohr gucken. In der Mitte sehen Sie den Mace Tower. Links ein Finanzgebäude, die Brücke. Naja, alles eigentlich bekannt. Aber was ich hinaus will, ist das hier. So, kann man es eigentlich sehen? Come back when your story is complete. Und dieses Rote, was ihr da unten seht, das ist ein Alien. Ja, kommt zurück, wenn du die Story komplett hast, also die Geschichte komplett durchgespielt hast. Dann kommst du hier zurück und dann müsstest du eigentlich das UFO sehen. Also dieses coole UFO. Und jetzt zeige ich euch noch etwas, was auch sehr interessant ist. So, Inventar. Und zwar, wenn ihr Basejumpen tut auf Mount Chiliad, die meisten machen das einfach nur von hier aus. Die gehen einfach auf die Seilbahn und springen da runter oder gehen dahin. Aber es gibt da tatsächlich noch einen Weg, wie ihr noch Basejumpen könnt. Und das ist richtig lustig. Wenn ihr am besten nehmt ihr da so ein Auto, ganz viele Leute rein. 4 Leute, eure Kumpels, eure Freunde, die ihr so mögt. Rein ins Auto und dann geht's los. Dann fahrt ihr hier langsam oder schnell nach unten. Und dann knallt ihr hier mit dem Auto hier drauf. Oder ihr geht so 16, also 16 Leute hier auf einmal hier hin. Und dann könnt ihr da runterspringen. Das kann ich euch jetzt mal zeigen hier. Ganz, ganz schnell. Und jetzt ganz schnell den Fallschirm öffnen. Und im Hintergrund könnt ihr dann eure Freunde sehen. Der Akku für Controller 1 ist leer. Schließen Sie den Controller mit einem USB-Kabel an und laden Sie den Akku wieder auf. Oh. Ist mein Ding wieder alle. So, vielleicht können wir es sogar noch schaffen, auf den Zug zu kommen, wenn der jetzt gleich kommt. Nee, da kommt keiner. Kein Zug in Sicht! Das gibt's doch gar nicht! Na egal, dann landen wir hier unten. Und zwar, hier unten gibt es eine Möglichkeit, mit einem Helikopter zu fliegen. Das wissen auch die wenigsten, weil die wenigsten, die fahren hier eigentlich gar nicht richtig durch. Weil hier gibt es ja eigentlich nicht viel, wenn wir mal ehrlich sind. Klar, ein paar Missionspunkte gibt es hier, das kannst du machen. Aber wirklich viel kannst du hier nicht machen. Kannst hier rumlaufen, bisschen die Landschaft genießen. Aber das war's dann eigentlich schon. Aber wir wollen jetzt mal hier mit einem Heli fliegen und das kann man am besten, glaube ich, bei der Polizeistation. So wie ich das gehört habe. Und wie ich das gesehen habe. Aber ihr wisst ja, GTA 5 ist ja da berüchtigt dafür, dass die Fahrzeuge dann nicht immer stehen oder dass die Fahrzeuge plötzlich verschwinden. Aber ich sehe schon, der Heli ist da.
Moin, moin! Der Heli ist da und da könnt ihr weg. So. Genau. Aber schöne Aussicht haben wir hier. Ja, Leute! Da bin ich schon wieder draußen. Das war eigentlich schon das Let's Play Together. GTA Online mit eurem YouTube Gamescom. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh, ich nehme ja noch auf. Ciao.